Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Sehen Sie, wie Sie Daten von einem RAID-Array wiederherstellen können, wenn der View zu D3.1.1.6 Kontrolle ausfällt. Was zu tun ist, wenn das RAID-Array aus SAS-Laufwerken zusammengesetzt ist, wie man sie an einen normalen PC anschließt und Daten von einem SAS-Laufwerk wiederherstellt. SAS ist eine Technologie, die hohe Leistung und Zuverlässigkeit bei der Datenspeicherung bietet. Zusätzlich zu dieser Technologie verwenden Server häufig die RAID-Technologie, die wiederum eine noch höhere Zuverlässigkeit bei der Datenspeicherung bietet. RAID ist weit verbreitet, um Sicherheit und Zuverlässigkeit bei der Datenspeicherung zu gewährleisten. Wie bei jeder Hardware kann es jedoch vorkommen, dass ein RAID-Controller ausfällt und Sie den Zugriff auf Ihre wichtigen Daten verlieren. Heute werden wir uns einige Methoden ansehen, mit denen Sie Daten aus einem RAID-Array wiederherstellen können, wenn Ihr View zu D3.1.6-Controller ausfällt. Wir befassen uns mit der Übertragung der Laufwerke auf einen anderen Controller sowie der Verwendung spezieller RAID-Datenwiederherstellungssoftware. Mit diesen Methoden können Sie den Zugriff auf Ihre Daten wiederherstellen und den Datenverlust minimieren. Zunächst einmal ist es wichtig zu verstehen, dass die Wiederherstellung von RAID-Daten ein komplexer Prozess ist, der einzige Kenntnisse und Fähigkeiten erfordert. Bevor Sie mit der Datenwiederherstellung beginnen, sollten Sie die von Herstellern des PC D3.1.6-Controllers bereitgestellte Dokumentation und die Handbücher lesen. Wenn Sie sich mit dieser Aufgabe überfordert fühlen, sollten Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Jede unternünftige Aktion kann die Datenwiederherstellung noch schwieriger machen. Um ein grundlegendes Verständnis der RAID-Technologie zu erlangen, sehen wir uns an, wie man ein RAID-Array auf diesem Gerätetyp erstellt. Um ein RAID auf einem PC-Controller zu erstellen, rufen Sie das Controller-BIOS auf, indem Sie beim Button des Rechners Ctrl+H drücken. Wenn Sie mehr als einen Controller haben, wählen Sie den gewünschten Controller aus der Liste aus und drücken Sie Start, um fortzufahren. Öffnen Sie dann den Abschnitt Konfigurationsassistent. Wählen Sie im Fenster des Assistenten die Option Neue Konfiguration und klicken Sie auf Weiter. Es wird eine Meldung angezeigt, dass die vorherige Konfiguration gelöscht wird. Sobald dies geschehen ist, kann sie nicht mehr rückgängig gemacht werden und alle Daten gehen verloren. Klicken Sie auf Ja, um fortzufahren. Wählen Sie nun, ob Sie die Konfiguration manuell oder automatisch erstellen möchten, weiter. Markieren Sie die Festplatten, die das zukünftige Array bilden sollen, und klicken Sie auf Hinzufügen. Dadurch werden Sie der virtuellen Gruppe hinzugefügt. Klicken Sie auf Accept, DG und Next, um die zu bestätigen. Fügen Sie dann die Gruppe zu Span hinzu. Weiter. Im nächsten Schritt müssen Sie RAID-Level, Blockgröße, Lese- und schreiblichen Linien, Cache und so weiter angeben. Wenn Sie alle Parameter festgelegt haben, drücken Sie auf Größe aktualisieren und akzeptieren. Gefolgt von Weiter. Bestätigen und Ja, um die Konfiguration zu speichern. Und erneut auf Ja, um die Initialisierung der Festplatten zu starten. Wenn Sie die Festplatten vollständig löschen möchten, wählen Sie eine langsame Initialisierung aus der Liste und klicken Sie auf Los. Das RAID ist erstellt, jetzt müssen Sie nur noch Ihren Computer neu starten. Danach können Sie das Laufwerk im System partitionieren und mit Daten füllen. Für den Fall, dass Sie aufgrund eines Kontrollausfalls den Zugriff auf das Disk-Array verloren haben, gibt es mehrere Möglichkeiten, Daten von den Laufwerken wiederherzustellen. Die erste Methode zur Wiederherstellung von Daten von einem ausgefallenen View zu D3.1.6-Controller besteht darin, die Laufwerke auf einen anderen funktionierenden Controller zu übertragen.
Für diese Methode benötigen Sie genau denselben Controller oder einen kompatiblen Controller. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dies selbst tun können, wenden Sie sich bitte vorher an einen Fachmann. Stellen Sie sicher, dass es sicher ist und Ihre Daten nicht beschädigt werden, da eine unangemessene Aktion alle verbleibenden Daten dauerhaft überschreiben kann. Weitere Einzelheiten zur Migration der Laufwerke auf einen neuen Controller finden Sie in unserem anderen Video, dessen Link ich in der Beschreibung hinterlasse. Die zweite Möglichkeit besteht darin, eine spezielle RAID-Wiederherstellungssoftware zu verwenden, um die Daten wiederherzustellen. Es gibt verschiedene Softwareprogramme, die Ihnen helfen können, Daten aus einem beschädigten RAID-Array wiederherzustellen. Ein Beispiel für eine solche Software ist Hetman RAID Recovery. Die Software unterstützt alle gängigen RAID-Typen, die meisten Dateisysteme und wiederhersteller RAID-Typen, viele Modelle von RAID-Controller. Um Daten wiederherstellen zu können, müssen Sie die Laufwerke an Ihr Windows Motherboard anschließen, die Software derzeit nur mit diesem Betriebssystem kompatibel ist. Sie können aber auch Daten von Dateisystemen anderer Betriebssysteme wiederherstellen. Wenn Sie, wie in meinem Fall, SAS-Laufwerke für RAID verwenden, können Sie diese nicht direkt an ein normales PC-Motherboard anschließen. Sie benötigen einen Controller, der den direkten Anschluss der Laufwerke unterstützt, ohne dass Sie über RAID verbunden werden. Es kann zum Beispiel ein HBA-Controller verwendet werden. Dazu würden Sie die Laufwerke vom nicht funktionierenden Controller trennen, den HBA-Controller an die Hauptplatine des Windows-PCs anschließen und die Laufwerke mit dem HBA-Controller verbinden. Wenn Sie feststellen, dass die Software nicht alle gelöschten Laufwerke anzeigt, öffnen Sie die Datenträgerverwaltung und sehen Sie nach, ob das System Sie sehen kann. Wenn nur ein Teil der Laufwerke sichtbar ist, müssen Sie einzeln einbinden, ein Image von Ihnen erstellen und von den Image wiederherzustellen. Öffnen Sie dazu die Hetman RAID Recovery Software. Gehen Sie zum Menü Server Datenträger speichern. Oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk Datenträger speichern. Vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen vollständig speichern aktiviert ist. Weiter. Wählen Sie dann auch, wo die Image-Datei gespeichert werden soll, Harddisk, und geben Sie dann Pfad an. Sie können hier auch einen Netzwerkordner angeben und klicken Sie dann auf Save. Wichtiger Hinweis: Bevor Sie mit der Sicherung eines Laufwerks beginnen, sollten Sie sich vergewissern, dass Sie über genügend Speicherplatz für das Image verfügen. Nachdem Sie alle Laufwerke im Programm gesichert haben, öffnen Sie das Menü Extras Datenträgers einbinden. Hier lassen wir ein Hexen neben RAID Image weiter. Wählen Sie alle Laufwerke aus und klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen. Alle Laufwerke werden dann in das Programm geladen. Hetman RAID Recovery erstellt automatisch eine RAID Image auf die gleiche Weise wie eine physische Festplatte. Wenn Sie es unten auswählen, werden detaillierte Informationen über das RAID angezeigt und Sie können überprüfen, ob das Programm es korrekt erstellt hat. Wenn dies der Fall ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Partition und wählen Sie Öffnen. Wählen Sie dann die Art der Analyse, schnelle Suche oder vollständige Analyse. Für die meisten einfachen Fälle ist die schnelle Suche ausreichend, da sie weniger Zeit in Anspruch nimmt. In meinem Fall hat die Software das Problem problemlos gelöst. Wie Sie sehen, hat sie automatisch ein RAID aus dem Image des SAS-Laufwerks erstellt und alle Dateien gefunden, die auf dem Disk-Array gespeichert waren. Gelöschte Dateien werden hier ebenfalls angezeigt, sie sind mit einem roten Kreuz markiert. Markieren Sie alle Dateien, die Sie wiederherstellen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche Wiederherstellen. Geben Sie nun an, wo Sie die Daten speichern möchten, Laufwerk ordnen. Klicken Sie noch einmal auf Wiederherstellen. Nach Abschluss der Wiederherstellung befinden sich alle Dateien in dem angegebenen Verzeichnis. Wenn die Software mit der Schnellsuche keine Dateien finden kann, führen Sie die vollständige Analyse durch. Geben Sie dazu zurück zum Hauptmenü des Programms, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Position klicken und Reanalyse, vollständige Analyse wählen. Wählen Sie das gewünschte Dateisystem aus. Die Option zur Suche nach Inhalt kann abgewählt werden, um die Suche zu beschleunigen.
Wenn immer noch keine Dateien gefunden werden, führen Sie eine erneute Analyse mit aktivierter Inhaltssuche durch. In manchen Situationen kann es vorkommen, dass die Software nicht in der Lage ist, ein RAID automatisch zu erstellen. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass Serviceinformationen auf den Festplatten überschrieben wurden und das Programm nicht in der Lage ist, die Parameter des zerstörten RAIDs zu bestimmen. Für solche Fälle verfügt die Software über eine manuelle RAID-Bilderfunktion. Wenn Sie Ihre RAID-Einstellungen kennen, öffnen Sie den RAID-Builder und versuchen Sie, das RAID manuell zu erstellen. Starten Sie den RAID-Builder und wählen Sie hier die Option Manuell Build Next. Geben Sie den Typ des RAIDs, die Burgreifenfolge und die Größe an. Fügen Sie die Festplatten hinzu, aus denen das Array besteht. Und füllen Sie die fehlenden Festplatten aus, indem Sie auf das Pluszeichen klicken. Möglicherweise müssen Sie auch den Offset angeben, an dem sich der Anfang der Platte befindet. Sie müssen auch die Reifenfolge der Laufwerke angeben. Wenn Sie hier alle bekannten Parameter angegeben haben, sehen Sie Ihr RAID. Wenn die Parameter korrekt angegeben sind, erscheinen hier Ordner. Nachdem Sie die Parameter angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen. Dies wird sofort im Disk Manager angezeigt. Führen Sie nun die Analyse durch, suchen Sie nach Dateien und stellen Sie die gewünschten wieder her. Wir haben also einige Möglichkeiten aufgezeigt, wie Sie Ihre Daten wiederherstellen können, wenn Ihr Controller ausfällt. Und welche Tools Sie in jedem Fall benötigen. Die Wiederherstellung von Daten aus einem RAID-Array, wenn Ihr Fuzu D3-116 Controller ausfällt, kann eine entmutigende Aufgabe sein, aber wenn Sie diese Anweisungen befolgen, können Sie Ihre Dateien wiederherstellen. Denken Sie daran, wie wichtig es ist, regelmäßig Sicherungskopie Ihrer Daten zu erstellen. Das Speichern von Backups auf separaten Medien oder in den Cloud hilft Ihnen, Datenverluste im Falle eines RAID-Controllers-Ausfalls oder anderes Ausfälle zu vermeiden. Wenn Sie sich nicht sicher fühlen, sollten Sie professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Wir hoffen, dass unsere Tipps und Ratschläge bei der Wiederherstellung von Daten aus einem RAID-Verbund hilfreich sind. Wenn Ihr Fujitsu D3-116 Controller ausfällt. Wenn Sie Fragen haben oder einige Methoden zur Datenwiederherstellung kennen, teilen Sie uns diese bitte in den Kommentaren unter dem Video. Und das war's. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Denken Sie daran, dieses Video zu liken. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal Hetman Software zu abonnieren. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank für's Zuschauen. Auf Wiedersehen.